Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine total wunderschöne Karte, wie ich finde. Denn ich habe diese Inspiration von einem ganz lieben Teammitglied von mir bekommen, von der lieben Heike. Und sie hat mir so eine süße Karte geschickt und ich muss euch unbedingt zeigen, wie die funktioniert. Also, wir machen heute eine Babykarte aus dem Ganzen. Ich zeige euch auch gleich meine ganzen Kartenideen dazu. Die habt ihr jetzt schon ein bisschen beobachten können. Aber ihr könnt die Karte natürlich auch für jeden anderen anders gestalten. Ihr könntet zum Beispiel zum Geburtstag das Ganze machen von den Erwachsenen. Das muss jetzt nicht für Baby, Nachwuchs, Kind Thema sein. Ihr könnt natürlich auch mit den Schnecken arbeiten. Und zwar ist das so eine coole Karte. Man zieht hier an und dann verschwindet die kleine Schnecke. Und dann zieht man auf der anderen Seite und dann kommt sie wieder. Und das finde ich so, so super süß und so schön. Und wenn ihr zum Beispiel das Ganze für jetzt nicht mit den Schnecken machen wollt, sondern vielleicht ja, für eine ältere Dame zum Beispiel. Und ihr macht hier vorne eine schöne Blume drauf und dann Schmetterling oder so, dann könnt ihr das natürlich auch gestalten. Also da seid ihr wirklich total frei. Das ist natürlich schon ein sehr süßes Motiv und was wir heute machen eben auch, aber das macht so viel Spaß. Das ist so eine coole Karte und das wollte ich euch heute zeigen, wie das Ganze funktioniert. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Heike. Ich finde, das ist so eine tolle Karte. Ich freue mich so sehr über die. Und Kindern gefällt die Karte auch super gut. Also ihr könnt die auch für Kinder machen, die zum Beispiel, egal wie alt werden, also geht schon bei den Kleinen los, die das selber anziehen können. Die sind auch ganz begeistert von dieser süßen Karte. Okay, dann geht's jetzt mal los. Ich zeige euch mal meine Varianten. Das ist so ein bisschen, also es ist schon relativ neutral gestaltet. Das ist jetzt so ein bisschen die Mädchenvariante. Die werden wir heute machen. Und das Gleiche eben nochmal. Vielleicht ein bisschen mehr eine jungen Variante, dass man einfach alles hat. Und es funktioniert eben genauso. Es gibt ein paar kleine Kniffs, die ihr beachten müsst bei der Karte und das zeige ich euch jetzt. Genau, also die habe ich zweimal gemacht. Die lasse ich mal oben. Und wenn ihr noch ältere Stempelsets habt, gerade für Kinder oder Babys, habe ich mir gedacht, zeige ich euch auch noch diese beiden Beispiele. Da gab es nämlich auch mal so ein cooles Set, vielleicht habt ihr das ja auch noch. Mit dem Elefanten und dem Löwen und dem Bär. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber das fand ich auch so süß und ich liebe das so sehr und ich finde auch die Farbkombination sehr cool. Also da wollte ich euch einfach noch ein paar Ideen sagen, was ihr noch so machen könnt und genau, hier habe ich den Löwen nach innen gestempelt. Okay, dann starten wir jetzt mal. So, die Bestellnummern für das Material habe ich euch jetzt mal rausgesucht. Ihr braucht einmal Weiß, Grundweiß. Ich habe noch Flüsterweiß, das brauche ich noch auf. Ich habe das Designerpapier kunstvoll floral verwendet. Es hat tolle Muster und ist super für so Hintergründe auch geeignet. Und meine Grundkarte ist Mangogelb mit dieser Bestellnummer. Genau. Und die Maße habe ich euch auch auf einen Zettel diesmal geschrieben. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Ich sehe halt irgendwie die... Jetzt ist es besser. Jetzt sehe ich den Bildschirm auch vorher zugespiegelt. Ich nehme euch da ein bisschen näher hin, dann könnt ihr das sehen und erkläre es euch nebenbei. Ich habe die Grundkarte, wie gesagt, in Mangogelb. Das Maß ist 21 cm x 14 cm und gefalzt bei 10,5 cm, so wie immer. Bei mir eigentlich, mache ich fast immer so. Und dann habt ihr so eine Karte, die man so nach oben klappen kann. Dann habe ich zweimal Grundweiß mit dem Maß 13,5 x 10 cm für unten und für innen. Und also unter das Designerpapier. Das kommt oben drüber und das hat das Maß 13 x 9,5 cm. Und dann braucht ihr noch Reste in Grundweiß und ein bisschen was habe ich schon hergerichtet, aber noch nicht viel, damit ihr natürlich noch alles genau seht. Und vielleicht brauchen wir sogar noch ein bisschen Reststück in Chili. Das hole ich mir jetzt mal noch schnell, weil ich da noch was ausstanzen möchte. Also ich zeige euch die Bestellnummer kurz, das ist Chili. Ich glaube, ich nehme dann so ein kleines Stück Rest. Viel braucht man da nicht. Nehmt einfach die Farbe, die dann zu eurem Projekt passt. Genau, das ist alles und dann legen wir jetzt schon mal los. Und ich glaube, wir fangen auch gleich mit Stempeln an. Ich nehme mir jetzt eins von meinen beiden Grundweißpapieren. Oder wir können schon beide nehmen. Ich möchte ja vorne drauf den kleinen Elefanten machen. Und nachher sieht man ja dieses Grundweiß hier im Hintergrund nur noch am Rand. Und deswegen nehme ich das immer ganz gerne, dass ich da dann aus der Innenseite mir noch was rausstanze. Und deswegen stempel ich mir auf eins von diesen beiden Bögen mit der Farbe Memento einmal den Elefanten auf. Und ich sollte euch vielleicht auch verraten, aus welchem Stempelset das Ganze ist. Das finde ich nämlich super, super süß und das passt perfekt dazu. Und zwar ist das Ganze aus dem Stempelset Verspieltes zur Geburt.
Jetzt hat diese Bestellnummer hier unten. Und dann nehme ich eigentlich alles raus. Und zwar einmal die Giraffe, den Löwen, den Elefanten, die Sterne. Ihr könnt natürlich auch die Herzen nehmen. Ihr könnt sagen, ich weiß schon, was es wird. Oder ich verwende jetzt hier einmal ganz herzliche Glückwünsche zur Geburt und kleines Baby, großes Glück. Und hier ist noch der Spruch für euren kleinen Schatz. Also ich finde, das ist total süß. Das war gleich bei mir auf der Wunschliste. Und ja, einmal stempel ich mir den, wie gesagt, hier schön in die Mitte. Die sind auch ein bisschen dicker. Ich finde, es passt auch ganz gut zu einem Babythema irgendwie. Das passt, schaut einfach irgendwie gut aus. Und für innen rein habe ich mir gedacht, mach mal wieder den Löwen und den Spruch. Dann einmal auch nochmal mit Schwarz, also mit Memento. Einmal den Löwen. Den setze ich mir so ein bisschen nach rechts unten. Und möglichst gerade. Mal gucken, wie das wird. Ja. Und den Spruch habe ich mir gedacht, stempel ich jetzt mit Chili. Der hat diese Bestellnummer. Das finde ich einfach auch eine schöne neutrale Farbe. Und ich finde das einfach eine schöne Farbe. Und mache mir hier ganz herzliche Glückwünsche zur Geburt. Oh, ich glaube, mein Chili ist leer. Das schaut jetzt gar nicht so gut aus. Ich muss mal kurz mal probehalber irgendwo abstempeln. Kann sein, dass das so leer ist, dass ich das gar nicht benutzen kann. Ah, das schaut nur so aus. Alles gut. Dachte schon. Nochmal gut Farbe aufnehmen. Das sieht man nämlich auf dem roten Stempel so schlecht, dass da so viel drauf ist. Und das mache ich mir jetzt hier oben in die linke Ecke. Auch versuchen möglichst gerade. Naja, es geht. Und dann ist das quasi unsere Innenseite und das wird nachher unsere Front. Und ihr seht, ich habe hier auch noch ein paar Sternchen. Die mache ich auch in Chili. Und die mache ich einfach hier so. Oh. Das war jetzt nicht perfekt abgestempelt. Man sieht hier leider den Rand, aber so ist es nun mal. Genau, das kann ich mir dann nachher mit ausstanzen. Das lege ich mal kurz hier hoch. Und dann habe ich hier noch auf meinem Designerpapier den Spruch, kleines Baby, großes Glück. Da könnt ihr natürlich auch Hurra, es wird ein Mädchen oder ein Junge nehmen. Und das stempel ich nochmal mit dem Memento. Was hier natürlich super ist, ist, dass dieses Designerpapier gelb ist und man den Spruch dann super drauf lesen kann. Da könntet ihr, wenn ihr das jetzt nicht habt, auch gucken, ob ihr da ein Etikett noch drüber macht. Wichtig ist nur, dass ihr da relativ weit nach oben geht, weil dann nachher natürlich die Giraffe hier unten läuft. Also das ist schon relativ fast ein bisschen weit unten, das könnte noch ein bisschen höher sein. Wenn ihr da direkt auf das Papier stempelt, macht das nichts aus. Da kann ja die Giraffe mit dem Kopf auch ein bisschen drüber gehen, das macht ja nichts. Aber wenn ihr das Ganze mit einem Etikett nochmal zusätzlich aufbringt, weil ihr ein dunkles Designerpapier habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr es relativ weit hoch macht oder eben ganz zum Schluss dann testet, wie hoch geht meine Giraffe und wie hoch kann ich dann dieses Etikett dann da extra noch draufkleben. Genau. Super, dann haben wir jetzt schon mal unsere Stempelarbeit erledigt. Ihr müsst euch natürlich auch noch die Giraffe aufstempeln. Und zwar zweimal. Und das habe ich jetzt schon mal gemacht, einfach auf dem Reststück in Weiß. Und ich habe mir die einmal schon auskoloriert und einmal schon klein geschnitten. Ich habe das Gefühl, ich bin heute so weit weg. Ich gehe noch ein bisschen näher hin. Und das mache ich jetzt auch gleich, dass ich mir die jetzt nochmal schön ausschneide mit der Schere, also mit der Hand. Und die andere, wie ihr seht, die habe ich mir einfach nochmal aufgestempelt und dann habe ich mir die nicht sehr schön ausgeschnitten. Also man muss da dann nichts mehr fein ausschneiden. Man hätte sogar die Ohren jetzt wegschneiden können, weil die braucht man dann nur für unten rein als zweite Sicherung. Aber die müsst ihr eigentlich nicht perfekt ausschneiden dann. Und die obere, die schneide ich mir jetzt ordentlich aus und da lasse ich euch kurz Musik laufen. Und weil jetzt eh gerade Musik lief, habe ich gedacht, ich male auch gleich mal einen kleinen Teil an.
Denn ich habe ja vorher mit Memento gestempelt und kann jetzt super mit dem Glanz auskolorieren. Und das ist immer, ja, das macht einfach total Spaß, weil man mit dem Glanz super so kleine Übergänge machen kann und Farbverläufe. Also das kann man auch als Anfänger super machen und ich vor allem, wo sowieso nicht der Kolorationsprofi bin, kriege das auch gut auf die Reihe und deswegen mache ich das wirklich gerne mit dem Glanz. Ich sage euch jetzt gleich, was ich genau da verwendet habe. Ihr habt da also zwei Spitzen, eine dickere und eine dünnere. Und so feine Sachen mache ich eben immer mit der dünneren Spitze und die ja, ein bisschen größeren Sachen dann eher mit der feineren, mit der größeren, so flächigere Sachen. Ich nehme jetzt hier die beiden Farben in, ich glaube, Osterglocke, ich schaue aber gleich nach. Und male mir hier meinen Löwen noch an. Auch so ein bisschen zweifarbig, das kommt da auch ganz gut rüber bei der Mähne. Und jetzt beim Gesicht, da kann ich euch noch ein bisschen näher nehmen, dass ihr das noch besser seht. Beim Gesicht ist ja so, ich habe jetzt hier die helle Farbe oben drüber gemacht und möchte jetzt hier an der Seite und unten noch so ein bisschen den dunkleren Rand haben. Das habe ich ja hier auch gemacht. Und dann gehe ich erstmal nochmal mit der dunklen Farbe drüber und dann nochmal mit der hellen. Dann verläuft das super schön ineinander und man hat nicht mehr so krasse Farbunterschiede. Und so habe ich es eben beim Elefanten auch gemacht. Das sieht man ein bisschen, dass das Ohr hier dunkler ist und so. Und hier unten ist der dunklere Bereich. Und bei der kleinen, oh, jetzt bin ich ganz schön nah. Bei der kleinen Giraffe habe ich es eben auch so gemacht. Genau, jetzt nehme ich euch wieder ein bisschen raus. Vorsicht. Und die Farben, die ich benutzt habe, sind einmal, wie heißen sie denn alle? Osterglocke hell und dunkel, Elfenbein und Bronze. Den Elefanten habe ich in helles Schiefergrau und dunkel Schiefergrau gemacht. Und die Blutorange sind diese kleinen Griffe und die Punkte in den Reifen. Wichtig ist nur, macht auf jeden Fall die Stifte nach dem Benutzen richtig gut wieder zu, damit euch da nichts austrocknet. Und gut ist auch, wenn man sie im Liegen lagert. Okay, dann haben wir jetzt schon koloriert, gestempelt und können jetzt ans Ausstanzen gehen, weil dann haben wir langsam unsere ganzen Einzelteile schon zusammen. Ich nehme jetzt meine Stanzmaschine und die Stanzformen Stickmuster. Da habe ich nämlich ein großes Rechteck. Ich nehme jetzt die viertgrößte Form. Ich teste das nur mal schnell an meinem und meine Musterkarte. Ich zeige euch gleich, was ihr dabei beachten müsst. Da gibt es nämlich einen wichtigen Trick. Und kurbel mir das jetzt einmal hier durch und stanze mir das aus. Ich gehe mal vor und zurück und zeige euch das gleich. Also so löst sich das Ganze jetzt raus und nachher sehen wir das hier so nicht mehr. Wichtig ist bei eurer Stanzform, also egal welche Stanzform ihr da nehmt, das ist ja, muss ja nicht vom Stickmuster sein, das kann ja auch irgendein anderes Rechteck sein. Wichtig ist nur, dass diese Stanzform größer sein muss als euer Ziehobjekt, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja jetzt hier meine Giraffe und meinen Elefanten und die Giraffe muss ja hinter dem Elefanten verschwinden und deswegen muss es unbedingt größer sein als die Giraffe, die sich dahinter versteckt. Und wichtig ist dabei einfach, dass ihr darauf achtet, dass die nicht zu klein ist, weil ihr müsst noch berechnen, dass wir hier hinten noch so Klebeflächen reinmachen müssen. Und wenn es zu eng ist, also hier habe ich eine kleinere Stanzform genommen, da liegt es jetzt auch ein bisschen am Faden, also es geht gerade so, aber es ist leichter für euch, wenn ihr das gleich ein bisschen größer berechnet. Und es macht ja nichts, ob das jetzt ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen größer auf der Karte. Die Karte ist ja trotzdem wunderschön. Aber ihr seht schon, hier ist der Unterschied schon eine ganze Nummer größer und es klappt ganz gut bei der Karte, da hatte ich Glück, aber ihr könnt es auf jeden Fall beachten und das vorher schon festlegen, dass das auf jeden Fall ein bisschen mehr groß ist als so ganz knapp. Weil wir nämlich eben hier hinten drauf jetzt gleich noch diese Klebeabstandsstreifen drauf machen. Das können wir auch gleich machen. Da habe ich hier diese Schaumstoffklebestreifen und schneide mir da einfach ein paar Stücke. Die müssen auch nicht so lang sein wie das Etikett, sondern so, dass es passt. Und ich halte mir das jetzt einmal hier hin. Und mache jetzt hier auf die Rückseite und hier auf die Rückseite einen Kleber. Diese Seite ist die wichtigste. Genau, die muss hier sein.
nicht andersrum kleben. Und eben oben und unten. Und ich gehe da auch natürlich ganz gut an den Rand, aber wenn ihr jetzt so ein kleines Etikett habt, dann müsst ihr richtig fest an den Rand gehen. Also so muss auf jeden Fall die Giraffe, wo haben wir sie denn? Chaos am Platz. Meine Giraffe ist weg. Hier. Hier könnt ihr das auf jeden Fall testen. Die Giraffe muss da super reingehen. Und ihr seht schon, ich habe das ein bisschen schief geklebt. Das nehme ich mir jetzt nochmal weg. Ich glaube, ich muss da jetzt leider ein neues nehmen. Also das soll dann schon gerade sein und wirklich, wie gesagt, so gut wie es geht am Rand. Dass die Giraffe dann hier hinten wirklich super reingeht. Könnt ihr das mal testen. Das passt jetzt perfekt. Und das müsst ihr hier beachten, auf jeden Fall an der Stelle. Wenn ihr natürlich ein größeres oder kleineres Motiv habt, da passt ihr das einfach an, was ihr eben gerade verwendet. Okay, und jetzt glaube ich, haben wir alle Einzelteile, die wir brauchen. Und können unsere Karte schon zusammensetzen. Ich nehme mir einfach meine Grundkarte. Das allererste, was ich mache, ist, dass ich das weiße Papier aufklebe. Und das mache ich einfach mit einem Flüssigkleber. So. Und das mache ich mit so einem kleinen Abstandsrand, der einigermaßen gleich sein sollte. Und darüber kann ich mir auch gleich, halt noch nicht gleich, mein Designerpapier müssen wir noch kurz warten, aber die Innenseite können wir uns schon mal aufkleben. Bei dem Blends übrigens, das blutet immer so ein bisschen durch. Falls ihr da irgendwas habt, wenn ihr mit dem Blends mal koloriert und ihr wollt auch die Rückseite auch bestempeln oder so zum Beispiel, dann müsst ihr das bedenken. Okay, so. Und jetzt machen wir das Ganze mit dem Mechanismus. Und dazu brauchen wir einmal unsere Giraffe, unsere zweite Giraffe und dieses Designerpapier. Und ich möchte das jetzt so haben, also ich lege mir das jetzt mal hier auf. Ich möchte mir jetzt da diese Lochstanzung reinmachen, wo dann nachher unser Band durchgeht. Und da ist es wichtig, dass die Giraffe schön mittig da durchfährt sozusagen. Und das lege ich mir immer ganz gerne vorher mal so ein bisschen auf. Ich hätte natürlich gerne, dass man den Text gut lesen kann. Wenn es jetzt in dem Fall nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber bei mir klappt es jetzt ganz gut und ihr könnt darauf achten. Das hatte ich ein bisschen nicht auf dem Schirm. Und mache mir jetzt hier einfach so einen Punkt hin, ungefähr in der Mitte von meiner Giraffe. Also die Giraffe soll so mittig hier reingebracht werden und ungefähr mittig von der Giraffe kann ich jetzt mir hier so einen Punkt hin machen. Also ganz nach Augenmaß und ich lasse hier vielleicht so einen Zentimeter frei oder so. Also das ist alles ganz locker. Und wenn ihr da ganz genau arbeiten wollt, könnt ihr euch das natürlich auch ausmessen. Aber ich möchte eigentlich euch damit sagen, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen nach euren Motiven richtet. Wenn ihr jetzt mit einem anderen Stempelset arbeitet zum Beispiel. Ich habe es jetzt genau 3 cm von unten nach oben gemacht, aber ich gucke erstmal, wie ich das am besten auflege, bevor ihr euch da an diese Maße haltet und es dann gar nicht zu eurem Stempelset passt. Und den zweiten Punkt mache ich auch so ein bisschen, also auf die gleiche Höhe. Und der kann auch weiter drinnen sein, weil den wird man nachher nicht mehr sehen. Da kommt dann nachher das Band raus, aber hinter dem Etikett. Und jetzt schnappe ich mir einfach irgendeine Kreisstanze. Ich habe jetzt hier, mal gucken, ich habe jetzt hier noch irgend so eine alte Kreisstanze, ich weiß gar nicht. So eine Handstanze, die ist immer ganz cool. Und stanze mir jetzt da einfach 2 Löcher rein an meine vorgezeichneten Punkte. Seht ihr das? Die sind halt immer relativ klein, also da müssen wir jetzt ein bisschen fummeln, wenn wir das Band dann durchnehmen. Aber an sich klappt das ganz gut. Muss jetzt keine Riesenlöcher sein, könnt ihr zum Beispiel auch mit so einem Piekstool machen. Mit so einem, ich glaube beim Aufhebhelfer ist auch so ein Piekser dabei. Und da fädeln wir uns jetzt mal unser Band ein. Und als Band nehme ich mir, habe ich ein bisschen rumgetestet, dann nehme ich mir jetzt den Leinenfaden. Das ist einmal der Leinenfaden, der hat die 104199, glaube ich, wenn die Nummern noch stimmen mit dem neuen Katalog. Der passt jetzt von der Stärke ganz gut. Ich habe hier ein dünneres Band genommen, das fand ich passt von der Farbe perfekt, mit dem Gold und dem Gelb. Aber da ist es ein bisschen lapperig. Seht ihr das? Also das ruckelt da so ein bisschen hin und her. Der Leinenfaden, der hat so die richtige Stärke. Der ist einfach top. Ich habe dann hier noch eine dicke Kordel genommen, das war mir dann fast wieder ein bisschen zu stark. Also da habe ich ein bisschen rumprobiert und ich finde, der ist da echt zum Empfehlen. Und da schneide ich mir jetzt ein längeres Stück ab.
bin ich lieber ein bisschen großzügig. Weil es kommt nochmal was wir beachten müssen nachher. Okay, und den fädel ich mir jetzt einfach hier einmal durch an beiden Löchern. Einmal rechts und einmal links. So, dass ihr also schon rechts und links schon noch einiges hier überstehen habt. Jetzt lege ich mir als erstes mal meinen Elefanten da drauf. Dazu nehme ich hier diese Folien, die da drauf sind, mal weg. Und klebe mir das hier schön drüber. Wie gesagt, das Band sollte jetzt ungefähr mittig da rauskommen. Es ist jetzt bei mir auch ein bisschen im unteren Drittel, aber das passt dann schon nachher mit der Giraffe. Die Giraffe sollte dann mittig da drauf sein. So passt es super. Und dann würde ich das Ganze schon mal auf die Karte kleben, weil dann hat es schon ein bisschen Stabilität. Und da gibt es jetzt auch noch was zum Beachten. Ich nehme mir nochmal einen Flüssigkleber. Ich zeige euch gleich, wo ich genau den Kleber hinmache und wo nicht. Wir dürfen uns das Quant natürlich nicht komplett da festkleben. Also ihr müsst euch auf jeden Fall diese Bereiche hier ein bisschen freilassen, die wo hier nach oben gehen. Also hier mache ich schon Kleber hin, wenn er dann mag. Aber direkt am Klebeband mache ich keinen Kleber hin. Oben und unten ein bisschen was, aber nicht direkt, wo dieses Band da rauskommt. Dieses Band, wo dann nachher unsere Giraffe führt. Und jetzt beim Ankleben auch ein bisschen festhalten, dass es dann nicht festklebt. Und dann kann man sich das schön aufkleben. Und kann das trotzdem natürlich noch bewegen. Also gleich mal testen. Super. Und jetzt noch ein Schritt, und zwar die Giraffe muss jetzt noch drauf. Und das ist eben immer das, warum ich das Band länger lasse. Weil ich da manchmal ein bisschen zu knickrig bin. Und das ist ein Schmarrn an der Stelle, weil dann nachher dann vielleicht das Hinterteil von der Giraffe noch rausschaut. Das ist mir nämlich hier beim Bären passiert. Da habe ich das Band zu kurz gemacht. Und wenn ich das ganz anziehe und das hier am Anschlag ist, dann guckt der Poschi noch raus. Aber ist trotzdem eine süße Karte. Jedenfalls mache ich jetzt hier die Giraffe drauf. Und wie gesagt, ich lasse hier einfach noch ein bisschen was stehen. Also das zieht sich ja dann nachher da rein. Aber ich lasse da lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Und das Ganze klebe ich mir jetzt auch noch mit Flüssigkleber an. Dann nehme ich jetzt meine weiße Giraffe. Die klebe ich hier, lege ich hier unten rein. Das könnte man super auch mit Klebeband machen. Mit Abreißklebeband habe ich, glaube ich, immer so gemacht bis jetzt. Jetzt mache ich es mal mit Flüssigkleber. Klebe mir die zweite einfach oben drüber und drücke mir das gut an. Also es muss jetzt schon kurz fest werden, damit es hier schön hebt. Genau. Und das kann ich jetzt eben hier schön dahinter verstecken, wieder rausziehen, wieder verstecken. Jetzt muss ich noch ein bisschen einlaufen, aber es funktioniert super, wie ihr seht. Es macht total Spaß, das ist so schön. Man kann da gar nicht aufhören. Okay, und jetzt gibt es noch einen Schritt, den wir machen können. Und zwar ist dieser Rand ja natürlich super, wenn man da noch so kleine Schildchen hinmacht. Die Heike hat zugemacht, sie hat hier die Herzen ausgestanzt und hat Zinen drauf geschrieben. Und ich habe hier so kleine Fähnchen ausgestanzt, einfach weil es auch schnell geht und ich jetzt mit der Handstanze das machen wollte. Diese Fähnchenstanze gibt es nicht mehr, die ist auch schon ewig alt, aber die passt jetzt mir von der Größe ganz gut. Dann nehmt ihr einfach, was ihr habt, irgendeine Stanze, irgendeine Stanzform, je nachdem, was euch da so rumschwebt, könnt ihr euch einfach zwei Stück ausstanzen in weiß und ich habe dann noch zwei in der zweiten Farbe ausgestanzt. Könnt ihr auch eine Blume verwenden zum Beispiel oder egal was. Also da findet ihr bestimmt was. Ich wollte jetzt einfach fürs Video eine Stanze nehmen, weil es einfach schneller geht als nochmal durchkurbeln. Und dann schreibe ich eben auf diese beiden weißen Ziehen drauf mit dem Stift und klebe mir die dann noch auf die Rückseiten. Beziehungsweise auf die Vorderseite. Die Rückseite ist dann rot. Also ganz einfach. Und da mache ich es jetzt so, da muss ich jetzt kurz überlegen, ich ziehe mir das jetzt komplett einmal rein hier. Genau, also ich ziehe mir die wirklich bis ganz an den Rand, bis sie nicht mehr weitergeht. Und mache mir dann hier in einem Abstand von ungefähr, mein Gott, vielleicht 5 cm oder so mache ich mir das Schildchen dann noch hin. Und ich nehme jetzt hier das Abreißklebeband, ihr könnt aber auch klar mit Flüssigkleber weiterarbeiten.
Also da mache ich mir einfach hinten drauf ein bisschen von dem Kleberchen und bei meinem roten auch noch mal eins hin zur Sicherheit. Hol mir nur diese Schutzoberfläche ab. Könnt auch ein bisschen mehr machen, also vielleicht, ja, so. Ich messe es euch gleich aus, bevor ich hier viel schätze. Und die muss man jetzt schön gerade übereinander kleben. So. Dann können wir hier hinten noch einen kleinen Knoten da reinmachen. Naja, der war vielleicht ein bisschen zu weit. Immer noch ein mehr dann hin. Näher an dem Fähnchen. So. Und können uns das dann noch ein bisschen einkürzen. Und ich messe jetzt hier mal von der Karte bis zu meinem Ziehenschild. Das sind jetzt ungefähr fast 7 cm als Abstand. Und jetzt könnt ihr euch einfach... Also jetzt können wir uns das andere eigentlich gleich hier drüben hinkleben. Das muss ja jetzt nicht so lang sein, weil das ziehen wir uns ja nachher dann wieder rüber. Wobei, ich ziehe mir das jetzt komplett rüber, dann ist es doch wieder länger. Das ist immer das, was ich meine an der Karte. Da vertüdle ich mich immer. Das ist so räumliches Vorstellungsvermögen, das ich in dem Fall nicht habe. Da klebe ich es mir jetzt auf der anderen Seite hin. Also ich ziehe mir das jetzt ganz nach rechts und kann mir das jetzt hier relativ knapp hinkleben. Dann ist dieser ganze Faden nicht ganz so lang. Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert. Also ich hoffe, ihr lasst euch da nicht versauen. Eigentlich ist es logisch, aber wie gesagt, manchmal, gerade wenn ich ein Video mache, fehlt mir das ein bisschen. Also das klebe ich mir jetzt hier noch so an, mit dem Schildchen drüber ziehen. Gucke ich nur, dass das schön aufeinander klebt und gerade ist. Ja. Nochmal einen Knoten reinmachen. So, kürzen. Schnapp. Und gut ist das. Jetzt nehme ich euch mal ein bisschen raus, dass ihr auch das Ganze seht, was ich hier gemacht habe. Also ich ziehe jetzt hier einfach mal an. Und dann zieht sich das hier so schön rüber. Und so finde ich es ganz gut. Ist vielleicht hier ein bisschen lang, könnte man noch ein bisschen weiter reinbauen. Aber mein Gott. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also... Hoppala, jetzt hat sie sich ein bisschen verhackt. Vorführeffekt. Man könnte das noch ein bisschen näher machen. Muss man aber nicht. Kann man auch so machen. Und auf jeden Fall nicht aufhören zu spielen, weil es so schön ist. Es macht einfach so viel Spaß. Auch wenn das noch ein bisschen in Form kommen muss hier, damit sich das nicht so verhakt. Ja, so passt es perfekt. Also so sieht meine süße kleine Karte aus und ich sag's euch, die macht richtig viel Spaß. Das ist einfach eine Karte, die Freude macht. Und ich hoffe, die gefällt euch auch so gut wie mir und natürlich auch jedem, dem ihr sie schenkt. Und wie gesagt, muss nicht unbedingt zum Thema Baby sein, das kann natürlich auch für jeden anderen anders sein. Und wenn sich hier der Kopf immer so ein bisschen dahinter klemmt, kann man den auch ein bisschen biegen, ist ja Papier, dann geht er schneller und besser da unten drunter. Und hat nur ein bisschen vor. Also funktioniert super und macht total viel Spaß. Und ist heute für euch meine Idee. Wie gesagt, in vielen Ausführungen, in vielen Farben, vielen Gestaltungsmöglichkeiten und auch gerne mit alten Stempelsets, je nachdem, was ihr da habt. Ich habe es so sehr geliebt, dieses Stempelset. Ich finde das so schön. Habe ich jetzt hier mal ganz viele Babykarten für euch liegen. Ganz viele Beispiele. Und natürlich diese wunderschöne Schnecke könnt ihr auch benutzen. Das ist total süß. Schneckenpost passt ja auch zu allem. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Drückt dabei einfach diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativiert was Neues. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Und viel Spaß beim Nachbasteln.